Oh mein Gott. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid bei den Spielen, die auf wahren Begebenheiten basieren. Wir spielen heute Masochista. Masochista bietet gewalttätige und verstörende Inhalte. Dieses Spiel berührt auch sehr, sehr sensible Themen, auch Missbrauch. Daher ist es vielleicht nicht für jedermann geeignet. Darauf möchte ich kurz hinweisen. Und ich möchte mich jetzt hier gar nicht so lange aufhalten. Wir fangen auch gleich an, weil es mich super interessiert. Es gibt hier mehrere Akte. Wir werden versuchen, ein Akt nach dem anderen durchzuspielen. Wie lang jeder Akt geht, weiß ich nicht. Geht es zu lang, werde ich es höchstwahrscheinlich dann auf 2 oder 3, man kommt auf die Länge drauf an, dann schneiden. So, ich bin etwas sehr angespannt. Es ist, wie gesagt, was ganz anderes. Wir fangen an. Akt 1, die Familie. Nach einer wahren Begebenheit. So, hier unter habe ich dann Inventar. Hallo Hamilton! Bist du weggerannt? Wer ist da? Weißt du das nicht? Bitte hör auf zu reden. Denkst du etwa, du kannst mich zum Schweigen bringen? Unsere Stimme ist zu stark. Mal gucken, wo ich mich hier befinde und wie. Bewegung funktioniert links, rechts. Okay, da ist eine Tür. Es scheint irgendeine Art Schuppen zu sein. Hier habe ich einen Schlüssel, der mit Dreck und Rost belegt ist. Open Inventory. Und hier habe ich einen Zahlencode. Also mir geht es gerade echt runter und drüber. Wir gehen mal raus aus dem Schuppen. Was anderes kann ich hier gerade gar nicht machen. Ich muss den Schlüssel benutzen. Okay. Funktioniert denn das? Ah, okay. Jetzt haben wir's. Wer bist du? Act 1. Die Familie. Wer dieser Mann war, weiß ich noch nicht. Komm zurück. Was war das? Sie nennen ihn den grauen Mann. Ich mag ihn nicht. Ich glaube kaum, dass es ihn... Ich glaube, es interessiert ihn überhaupt nicht, ob du ihn magst oder nicht. Wie auch immer. Ich bin mir sicher, wir werden ihn wiedersehen. Du solltest nach Hause gehen. Meine arme Mutter, sie ist bestimmt schon krank vor Sorge. Wieso bin ich wieder im Schuppen? Der hat mich bestimmt wieder in den Schuppen eingesperrt. Also ich bin Hamilton, das ist meine Junge. Das ist der Schuppen bestimmt, aus dem ich rausgekommen bin. Gucken wir. Move deeper into the valley. So, rein. Das Tal. Ich soll nach Hause. Wo ist mein Hause? Das ist der Schuppen. Jetzt hier weiter, ja. Ich denke mal, das ist hier unser Zuhause. So, ich gehe noch nicht rein. Ich gucke mich erstmal um. Da komme ich dann hier bestimmt zurück. Da geht ein Weg. Eine Schaukel. Kann ich da was machen? Nee, okay. Oh, wer bist du? Hallo? Der Junge ist ruhig. Was da hinten? Schau. Ah, das ist nur eine Statue. Okay. Hallo? Wer bist du? Ich weiß nicht, was ich mit dir reden sollte. Mir wurde gesagt, ich soll mich mit einem Jungen unterhalten, der Blut auf seinem Gesicht hat. Aber ich sehe keins auf deinem Gesicht. Sieht so aus, dass du nicht derjenige bist. Blut im Gesicht? Geht es dir gut? Du würdest es nicht verstehen. Bitte. Lass mich allein. Okay, wir lassen ihn. Und ich bin ganz froh, dass wir kein Blut im Gesicht haben. Weil Blut im Gesicht bedeutet auch Schmerz. Da hinten komme ich nicht hin, wir gehen rein. Ja, komisch, die Treppen hoch, hier gehe ich bestimmt zurück, raus. Wir gehen nach links, die Bilder sehen ja schon super duster aus. Ein Schatten, schwarze Augen. Oh, das war laut. Komme ich auch wieder zurück. Eine Uhr, die
creepy. Das ist denn da? Figur? Bilder sind creepy. Die sind furchteinflößend, die Bilder. The Dining Room. So, das Zimmer. Ah, dear sweetheart, meine liebe Mutter. Sie liebt dich. Sie liebt dich nicht. Ist da noch weiterhin? Ja. Denke mal, das ist die Mutti. Hamilton, mein liebes Kind. Ich habe dich vermisst. Wo warst du? Wie kannst du es wagen, mich zu erschrecken? Es tut mir leid, Mutter, aber ich war die ganze Zeit hier im Haus und I was just outside. Ich mach das hier. Ich war draußen, nicht weit weg von hier. Glaubst du, ich bin doof? Ich habe dich erzeugt. Wertlose Kreatur. Eine wertlose Kreatur bist du. Du weißt, wenn ich herausfinde, dass du lügst, werde ich deinem Vater sagen, dass er deinen Schädel bis er auf den Boden schlägt. So, sag mir nochmal, wo warst du? Oh je, die Mutter ist auch sehr freundlich. Es tut mir leid, ich war im alten Schuppen. Du rücksichtsloses kleines Stück Scheiße. Du lügst deine Mutter an. Dein Vater wird dich schlagen, bis deine Tränen trocken werden. Und wenn dein Vater fertig ist mit mir, werde ich nicht kommen, um dir zu helfen. Du kannst weinen, wie du willst. Dein Vater wird... Warte, dein Vater... Ah, Hamilton! Ich habe mich daran erinnert. Mein liebes Kind. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was für eine Aufgabe hast du für mich, mein liebes Kind? Du bist doch ein guter Junge. Wie groß du geworden bist. Ich liebe dich, Hamilton. Du weißt doch, dass ich dich liebe, oder? Ich brauche dich, dass du die Medizin deinem Vater hochbringst. Aber Vater hasst mich. Nein, dein Vater liebt dich. Genauso sehr, wie ich dich liebe. Er ist oben in seinem Raum. Sei ein guter Junge. Bring ihm seine Medizin. Du machst das doch, oder? Oh. Ja, wir machen's. Aber der Vater scheint böse zu sein. Dear sweet Hamilton. Lieber Hamilton. Das ist die Medizin, okay? The scent enters through your nose. Der Duft steigt in deine Nase ein und deine Augen fangen an zu tränen. Oh, hier fertig bei der Mutti. Zurück. Oh, Jesus Maria. Ich wollte das Bild anklicken. Alles sehr duster. Komm ich jetzt hier? Bin ich wieder zurück? Bin ich wieder zurück im Salon? Wir gehen weiter. Da hinten ist keine Tür, gell? Nee. Muss ich jetzt hier hoch? Jetzt bin ich raus. Ich muss gerade die Treppe anklicken. Oh, hier komme ich die Treppen wieder runter. Wieso haben die ganzen Bilder keine Augen? Da ist verschlossen. Das ist Walters Room von Walter der Raum. Da komme ich auch rein, aber ich hätte da eigentlich nicht rein sollen, sondern zum Vater. Gehen wir raus. Und jetzt so, statte mal den Papa mal einen Besuch ab. Wer stört mich? Vater? Sag es schon, Junge. Da hast du meine Medizin. Ja, ja. Aber der hat extrem Angst, der stottert. Bring es mir rein. Nein, ja. Dein Bild ohne Gesicht. Was ist das für eine Tür? Eine Tür, eine geheime Tür in der Wand. Oh, guck mal, der ist rot geladen. Ist der sauer? Wo ich ihn anklicken möchte, ich aber ganz kurz diese Tür an. Komm ich da in Walters Raum dann? So,
jetzt hingehen? Ziehen. Schwarze Augen. Hast du sie jetzt getrunken? Jetzt gehen? Nee. Was ist los, Junge? Vater, ich spuck es schon aus. Warum musst du so stottern? Wie ein verängstigtes Mädchen. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Warum tut es dir immer leid? Weißt du, wem es wirklich leid tut? Es tut... Das bin ich. Mir tut es leid. Es tut dir leid. Ja, Junge. Es tut mir leid, dass ich einer Schlampe wie deiner Mutter es erlaubt habe, dich in die Welt zu setzen. Weißt du, sie hat wirklich nur einem guten Kind das Leben geschenkt. Und dann schaute der Herrgott vom Himmel runter und bestimmte, dass ich weniger verdient habe. Er hat meinen einzigen Sohn von mir genommen. Und dann hat er den Geist deiner Mutter verflucht und wandte ihr Herz gegen sich selbst. Und dann habe ich sie geschlagen. Siehst du? Ich habe versucht, das zu reparieren, was er mir angetan hat, aber es war zwecklos. Ich habe ihr gesagt, ich brauche mehr. Wir müssen das wieder auffüllen, was Gott von mir genommen hat. Sie hat mir Walter. Walter, der ist ja in dem anderen Raum. Wer dieser Walter ist, weiß ich noch. Dieser masochistische Dreck. Vater, er ist dein Sohn. Sohn. Er ist nicht mehr von meinem Samen, wie du es bist. Er ist ein Fluch Gottes, wie du. Erst habe ich versucht, das Böse aus ihm heraus zu prügeln, aber dann... Ich fand heraus, dass er an seinem Schmerz gedieh, den ich ihm zugetragen habe. Aber dann der grausamste Witz, Gott gab mir dich. Du bist das Schlimmste, die Kombination von all dem Bösen. Aber ich kann nicht helfen. Ich hätte es nie zulassen sollen, dass sie dich gebärt. Ich stand da mit dem Aufhänger und mit dem Messer in der Hand. Ich war bereit, dich aus ihrem Leib zu schneiden. Aber deine Mutter schrie. Sie versprach mir, du würdest anders sein. Aber du hast sie hereingelegt. Du hast sie angelogen. Weißt du, warum dich Gott mir gegeben hat? Bitte, Vater. Natürlich weißt du das nicht. Gott gab mir dich, damit ich dir das Böse herausprügeln kann. Und weil Dritte helfen werden, werde ich natürlich glorreich sein. Oh mein Gott. Er hat um Gnade gebeten. Are you alright? Nein, ich bin nicht bereit. Ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Ich habe Gänsehaut. Ich bin im wahrsten Sinne wirklich nicht bereit. Wir machen weiter. Was habe ich getan, damit ich das verdiene? Wir machen ihm Angst. Er macht uns Angst, Hamilton. Weil er uns nicht versteht. Ist das jetzt die Stimme im Kopf vom Himmel? Oder was wir werden? Und was aus uns wird, das ist das, was ihn wirklich Angst macht. Wie dein Herz rast, kannst du es in deiner Brust spüren? Du musst dich beruhigen, da gibt es einige Pillen, Tabletten in der Tasche. Nimm diese Pillen. Warum benötige ich Pillen? Du bist ein ganz besonderer Junge, Hamilton. So speziell in der Tat. Da draußen gibt es Tausende, die dich gerne nehmen würden und dich zu ihrem Eigen machen. Erinnerst du dich? Draußen, im Wald, im Schuppen, der graue Mann. Es gibt andere, die viel schlimmer sind als er. Jetzt. Nimm die Pille. Ist das die Pille?
Ah, jetzt habe ich sie genommen. Das sind aber drei, die ich schluckt. Das war jetzt nicht. Zu Walter. Walter, Walter. Stimmt. Vater gehe ich nicht nochmal. Steht. Aber wir müssen den Walter noch kennen. Aber der Walter ist nicht drin. Doch, ich kann. Scheint hier eingesperrt worden zu sein. Okay, der ist immer noch eingesperrt. Sieht ein bisschen aus wie Hannibal Lecter. Hello, Walter. Hello, Brother. Ja, ist dein Bruder. Ich sag, soll ich Bruder zu ihm sagen? Ich sag, Bruder. Ich sag, Walter. Ich sag, Ruhe. Sag nichts. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Sag nichts. Er kann doch gar nicht reden. Sehe ich das? Oder eigentlich müsste er reden können. Das ist ja nur so wie bei Hannibal Lecter, dass er niemand beißen kann. Hat dir das Vater angetan? Bruder, du blutest. Streiche das Blut aus seinem Gesicht. Es tut mir so leid, dass ich dir das angetan habe. Was würde passieren, wenn ich deine Maske absetze? Fucking Gott. Dann würde ich dein verfluchtes Herz essen. Ich glaube, das reicht an Familienmitgliedern, ha? Einer schlimmer als der andere. Kein Wunder, dass du psychopathisch da wirst. Entschuldigung. Komm ich jetzt hier raus? Ich will hier wieder raus, hier. Muss ich jetzt zu Mutti? Oder muss ich noch? Ich gehe mal ganz kurz nochmal beim Vater rein. Wenn ich schon hier oben bin, die Tür ist zugeschlossen. Der Vater trinkt. Stimmt. Also ist der Vater auch nur Alkohol. Ich gehe die Treppen mal runter. Schon da wieder die Treppen. Schauen. Wo geht's denn hier runter? Mein Herz schlägt halt immer noch. Soll ich noch mal eine Pille nehmen? Soll ich überhaupt noch eine nehmen? Besser so. Du wirst ja halt aus dem Junkie. Dieser Junge im Garten. Kannst du mich hören? Er ruft meinen Namen. Warte mal zu dem Jungen. Wir haben ja jetzt den anderen gefunden, der Blut im Gesicht hat. Das ist ja Walter. Walter ist unser Bruder und er hat ja einen Jungen mit Blut im Gesicht gesucht. Sprich, er hat unseren Bruder gesucht. Was sind das für Zahlen? 4, 4, 4, 5, 4. Was? Eine Zahlenkombination. Die können wir bestimmt gebrauchen dann im Schuppen. So kann ich mit dir reden. Ein Hackbeil. Ein schweres Hackbeil, das sein Ziel teilen kann. Aufspalten. Ja, habe ich das jetzt genommen? Ja, ich hatte. Hier nochmal reden. Bist du Hamilton? Ja, woher kennst du meinen Namen? Meine Freunde haben mir gesagt, dass ich dich hier finde. Sie haben mir gesagt, dass ich hier einen Jungen finden werde, der Blut im Gesicht hat. Aber ich habe doch kein Blut im Gesicht. Das war Walter. Es scheint mir so, dass du ganz genau auf diese Beschreibung passt. Ich glaube, ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Albert. Über welche Freunde sprichst du? Die Engel. Michael. Das ist sein Name. Er weiß alles. Ich weiß, dass sich das verrückt anhört. Er kann natürlich auch in die Zukunft schauen. In die Zukunft? Wow, das hört sich wundervoll an. Ich verspreche dir, er ist wirklich wundervoll. Der Bote, das ist, was sein Name bedeutet. Es ist ein wirklich schöner Name, nicht wahr? Ja, er ist wirklich sehr schön. Und es ist nicht nur Michael, es ist auch noch ein Mädchen mit ihm. Ihr Name ist Grace. Sie ist, nun, es ist schwer zu beschreiben. Sie ist perfekt. Kann sie auch in die Zukunft schauen? Nein, sie ist mächtiger als das. Sie ist das Ende unserer Geschichte. Das Ende unserer Geschichte. Ich verstehe das nicht. Ich sehe nicht, wie du das nicht verstehen kannst. Hast du sie noch nie getroffen? Wie kann ich deine Freunde treffen? Du wirst sie am Schrein finden. Ganz
tief im Wald. Vor dem Tor wird ein Wächter sein. Du musst ihm die magischen Worte nennen, dann wird er dich hineinlassen. Aber wenn du es falsch machst, wird er dich um. Sei also sicher, dass du die richtigen Worte hast. Aber wie soll ich wissen, dass ich die richtigen Worte habe? Ich verspreche dir, du wirst sie wissen. Aber wie finde ich diesen Schrein? Geh tief in den Wald. Wenn du den Wächter findest, wird er dich in den Schrein bringen. Deine Freunde werden dort auf dich warten. Ich glaube, die notiere ich mir mal die Zahl. Ich glaube, das werde ich noch benötigen. Wieso, weshalb, warum, werden wir dann sehen. Da ist nämlich ein Haus, das sieht, denke ich mal, aus. Entweder wieder Schuppen oder sie stellt vielleicht den Schrein da und die Striche, denke ich mal, sind der Wald. Weil wir haben ja auch noch diesen Boot im Schuppen. Da möchte ich jetzt mal hin, hier gucke. Ob ich das aufbekomme? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin doch nicht ins Haus. Ich bin hinters Haus. Ist das ein Psychiater? Bin ich jetzt beim Psychologen? Sieht aus nämlich hier wie ein Büro. Könnte sein. Hier bist du. Ja, hier bin ich. Ich dachte schon, ich hätte dich für einen Moment verloren. Wo bin ich? Sollen wir fortfahren? Ja oder nein? Ich denke mal, das ist ein Psychologe. Yes. Gut. So, sag mir Albert. Albert. Klingen bei euch da ein bisschen die Ohren? Also, wir heißen Albert. Albert. Okay. Würdest du sagen, dass du sehr nah zu deiner Mutter stehst? Das ist ein komisches Wort. Nah, oder? Ist es? Wie würdest du es beschreiben? Ich hatte keine Liebe oder irgendwelche Gefühle zu ihr. Warum sagst du das? Hast du sie nicht geliebt, weil sie deinen Vater nicht gestoppt hat? Sie hat ihn sogar ermutigt. Hast du jemals darüber nachgedacht, vielleicht, dass sie vielleicht auch gefangen war? Wurde sie nicht auch vielleicht von deinem Vater missbraucht? Ich verstehe nicht. Ich wollte auch, dass sie ihn ermutigt. Nochmal zwei. Nein, entschuldige. Vielleicht nicht. Aber sie ist nicht wirklich das, worüber du reden möchtest. Oder? Lass uns über Punkt, Punkt, Punkt reden. Deinen Vater. Ich möchte lieber nicht über ihn reden. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Er kann dich nicht verletzen. Du bist hier sicher. So sag es mir. Nenn mir ein Wort, um deinen Vater zu beschreiben. Oh. Ein Visionär, denke ich mal nicht. Ein Säufer, würde ich mir sagen, ja. Oder Sadist, Sadist auch. Wir machen erstmal hier einen Säufer. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich spürte nichts. Bist du in Ordnung, Albert? Albert! Ich glaube, wir verlieren ihn. The Friends. Und hier machen wir einen Cut, meine Lieben. Akt 2. Die Freunde spielen wir das nächste Mal. Wir haben hier den ersten Einblick bekommen in das Familienleben von Albert. Albert, den Serienkiller. Wir werden sehen, wer genau diese Freunde sind. Aber bevor wir die Freunde treffen, möchte ich noch mal ganz kurz zu diesem Schuppen dann das nächste Mal hingehen und diesen Code ausprobieren, um zu schauen, ob wir hineinkommen. Also er scheint eine ganz schreckliche Kindheit schon gehabt zu haben. Die Eltern oder zumindest der Vater wollte ihn ja nicht. Er wurde ja extrem geschlagen. Der Vater war ein Alkoholiker und sein Bruder, da muss ich nochmal gucken. Vielleicht kommt es im Laufe heraus, aber er scheint ja auch nicht gerade ohne zu sein. Ihr Lieben, das nächste Mal geht's weiter mit Akt 2, die Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal, eure Hysteria. Bis dann. Tschüss.